Ja, hallo, herzlich willkommen zum DeFi.jetzt-Podcast Nummer 21. Heute machen wir unseren Krypto-Rückblick für Juli 2021. Genau, ich grüße euch auch und dann gehen wir gleich mal zu den Gesprächen, die wir im Juli hatten. Und da gab es unter anderem das Polygon-Matic-Gespräch mit Jan Bittner und wir hatten dann jetzt vor kurzem erst mit Alex Anarcho ziemlich langes Gespräch über die Philosophie vom Geld. Der Alex wollte heute eigentlich auch mit dabei sein, hat aber Internetprobleme. Deswegen machen wir das nur zu zweit und der liebe Mario ist in Urlaub in Bayern Bier trinken. Ja, der hat sich's verdient, glaube ich. Oder was meinst du, Thor? Ja, hat er. Er macht immer ganz gute Zuarbeit im Hintergrund, auch Verwaltung. Also ist schon echt eine sehr gute Bereicherung und er hat natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Sachen wie wir beide, wobei der bei uns beiden ja eh schon unterschiedlich ist, aber nee, ist schon ganz gut. Ich denke, wir passen ganz gut als Team zusammen, ohne jetzt uns zu loben wollen. Vielleicht auch an dieser Stelle kurzen Einschub. Beim 25. Gespräch planen wir, dass wir uns gegenseitig interviewen. Das heißt, ich werde was zu mir erzählen, der Ralf zu sich und der Mario zu sich. Und wenn ihr dann einige Fragen habt, schickt ihr uns über den Telegram-Chat oder auch gern per Kontaktformular oder E-Mail oder auf einem anderen Wege, dass wir die dann da versuchen können zu beantworten. So, und jetzt übernehme ich den Part, den der Mario sonst immer so inne hat, und zwar die Top 5 Gespräche von DeFi.jetzt bisher. Platz 1, Spitzenreiter, ist immer noch die DeFi-Bridge mit Dr. Johannes Pfeffer. Platz 2 ist das erste, was ist DeFi? Platz 3, der Kryptorückblick vom letzten Monat, also Juni. Und da hat man auch über die Privatsphäre beim Geld gesprochen. Und Platz 4 ist das Interview mit Jan Bittner über DeFi auf Polygon-Matic. Und wer hätte es gedacht, Platz 5, da muss sich der Johannes auch wieder in die Top 5 reinmogeln mit dem dritten Teil von DeFi Bridge, weil das Interview 8 war ja erster und zweiter Teil. Hast du noch Anmerkungen dazu, Ralf? Nein, nicht. Wir wollen natürlich, dass wir noch mehr Reichweite erzielen und das versuchen wir natürlich mit interessanten Themen. Da sagen wir heute später noch was dazu, was euch dann im Ausblick für August, September erwartet. Genau, aber ihr könnt uns in der Zwischenzeit schon mal weiterempfehlen. Schickt einfach den Telegram-Link weiter oder auch den Link zur Homepage oder auch irgendwie anders oder das Video. Tutorials im Juli hatten wir nur zu Polygon-Matic mit Jan was gemacht gehabt. Das findet ihr auf unserer Homepage unter Tutorials. Es sind für August ist auch noch ein weiteres geplant mit dem Alex Anarcho, dazu aber später noch was. So, jetzt Ralf, darfst du dich mal ein bisschen produzieren mit den Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Was ist dir denn da so im letzten Monat positiv und negativ aufgefallen? Ja, ich fange mal mit was Positivem an. Positiv aufgefallen ist, dass wir in Deutschland ja das sogenannte Krypto-Standortgesetz haben. Was ist das? Das wird morgen aktiv zum 1. August. Und das besagt, dass institutionelle Fonds in Deutschland ab sofort bis zu 20% ihres Einlagewertes in Kryptowährungen anlegen dürfen. Institutionelle Fonds sind Fonds, die also nicht für jedermann erreichbar sind, handelbar sind, sondern wir haben so circa 4.000 unterschiedliche institutionelle Investmentfonds und dort gibt es bis über 2 Billionen Euro an Anlagevermögen. Und das wird jetzt per Gesetz freigeschalten werden. Das heißt, diese institutionellen Fonds haben die Chance, 20%, also ein Fünftel ihres Wertanteils, in Krypto anzulegen. Ob in DeFi, in NFT oder in Kryptowährung, alles, was möglich ist.
Und wir glauben, dass das ein sehr, sehr positives Signal für Deutschland ist und hoffen natürlich, dass weitere gute Gesetze in Deutschland, Gesetzgebung, die Runde machen. In Bezug auf die positive Stimmung im Krypto und Kryptoanlage und digitalen Asset Markt. Weil man natürlich berücksichtigen muss, dass erstens nicht jeder Fonds 20% da reingehen wird, sondern vielleicht erstmal mit kleineren Positionen und natürlich Deutschland ein kleines Land ist, also große Summen werden da jetzt vielleicht auch nicht sofort reinfließen, sondern es wird halt sukzessive vermutlich passieren. Aber nichtsdestotrotz wird es halt von den Finanzeliten auch als Wertaufbewahrungs- oder zumindest als Spekulationssubjekt oder Objekt mit betrachtet. Solche institutionellen Fonds haben ja meistens eine sehr, sehr stringente Anlagestrategie, also nicht so im Hochrisikobereich meistens. Daher wird man da schon auch gucken, dass man vielleicht im Staking oder wo auch immer investiert. Das werden wir sehen, was der Markt uns dort bringt, ob man da auch Statistiken bekommt, wird man schauen. Neben diesem positiven gab es auch ein paar negative Dinge. Allen voran der IWF. Der IWF hat eine allgemeine Warnung herausgegeben, dass man Kryptowährungen nicht als gesetzlich anerkannte Währung oder Zahlungsmittel einführen sollte. Das zielt so ein bisschen auf El Salvador, was ja erklärt hatte, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zuzulassen, beziehungsweise hat es zugelassen. Da sind ja auch noch ein paar andere mittelamerikanische Staaten, südamerikanische Staaten kurz davor, dies wohl zu prüfen oder auch zu machen. Und wenn der IWF warnt, sehe den IWF auch immer als Sprachrohr der Fed und damit existierenden klassischen Finanzwelt. Wahrscheinlich sehen die hier ein bisschen ihre Pfünde davon schwimmen oder könnten davon schwimmen sehen, also ein bisschen Machtverfall, Einfluss, Verringerung. Und ich glaube, das wird so weitergehen, dass die IWF jetzt sich immer kritisch äußert. Ein weiteres sehr, aus meiner Sicht sehr kritisches Thema ist, die USA planen eventuell im Rahmen ihres sogenannten 500 Milliarden Infrastruktur Förderpaketes dort gleichzeitig auch Steuern auf Krypto einzunehmen, auf Kryptotransaktionen. Man rechnet dort unter Umständen mit 28 Milliarden Dollar Steuereinnahmen. Bis jetzt gibt es das nur als Gesetzentwurf und man muss schauen, wie die SEC oder die Legislative in den USA das letztendlich verabschieden oder wie auch eine Umsetzungsdurchführung aussieht. Die großen Börsen und Kryptoanbieter haben gesagt, das können wir gar nicht alles nachweisen. Wie soll das gehen? Muss man schauen. Ein bisschen auch weiter in diese negative, meiner Ansicht nach, negative Charta hat die US-Senatorin Elizabeth Warren, die da im Juli Regulierungsmaßnahmen für Kryptowährungen ganz massiv eingefordert hat. Sie hat auch die SEC angeschrieben. Die SEC müsste den Kryptobörsen genau auf die Finger gucken und so weiter. Und das ist eine Senatorin, die hat Einfluss. Müssen wir schauen, was daraus wird. Ein ähnlich negatives, sage ich mal, Ballon hat die EU am 21. mit dem 20. Juli steigen lassen. Dort hat man von der Finanzkommissarin mal gehört, ja, wir wollen Kryptotransfer besser nachvollziehbar machen. Und dieser Vorschlag, der da rausgepustet worden ist, würde bedeuten, dass anonyme Krypto-Wallets, also letztendlich private Krypto-Wallets, vielleicht verboten werden würden. Wie das gehen soll technisch, ist mir vollkommen unklar.
Meiner Ansicht nach ist das ein Zeugnis, dass die nicht verstanden haben, wie private Wallets funktionieren und Krypto-Wallets, institutionelle Custody-Wallets, da ist es klar. Wenn man nur Custody-Wallets in Form von Custody-Dienstleistern in der EU, die also eine Custody digitale Asset-Verwahrungslizenz-Dienstleistung haben, wenn man nur noch solche Wallets zulässt, das wären institutionelle Wallets, also Full Custodial Wallets, dann wäre das der Tod für die privaten, sage ich mal, Wallets und damit für das private Handeln, für private Überweisungen von Kryptoassets, Kryptowährungen, Kryptogeld. Und Alf, erklär mal, was eine Custody Wallet ist, für die der Begriff nicht so Also, geläufig ist. eine Custody Wallet ist vergleichbar wie ein Schließfach oder ein Bankkonto. Einem Custody Wallet hinterlegst du sozusagen das Wallet und damit die privaten einen Key. Dein Zugang, der liegt dann nicht in deiner Hand, sondern dieser liegt dann bei einer Institution, zum Beispiel einer Bank, die Custody als Lizenz hat. Also wie du heute ein Konto hast und dein Geld sozusagen das bei der Bank hast, hättest du dann noch bei einer Kryptobörse oder bei einer Institution, die so eine digitale Asset-Verwahrungslizenz hat, hättest du dann auch deine Kryptos dort liegen, was viele sicherlich heute auch so haben. Es ist aber so, dass dann diese Kryptos oder wie die das Geld, solange wie es auf der Bank ist, gehört es dir nicht. Und genauso ist das bei den Kryptos. Solange wie deine Kryptos bei einer Exchange lagern, kann jederzeit es passieren, dass das, wenn die Börse sagt, die Exchange, nein, du kommst noch nicht dran, oder die gehen pleite oder was auch immer, ein technischer Fehler passiert, dann ist alles futsch, kann alles weg sein. Zugriff geht nicht. Und das nennt man also Custody Also oder mit eine. Kurzform, Custody bedeutet Verwahrer und jemand verwaltet die Sachen für mich. Genau. Und es gibt ja die auch privaten Wallets, Hardware-Wallets oder damit dort verwahrst du oder bist du selbst für dich verantwortlich. Letztendlich wäre das genauso zu verglichen. Du hast Bargeld, machst es bei dir zu Hause in den Safe. Und genauso würde das mit dem Hardware-Wallet passieren. Bei Also, wie gesagt. Hardware-Wallet, warte. Hardware-Wallet möchte ich gleich noch einen Einschub machen. Da haben wir ja das Tutorial gemacht zu der SecuX Hardware-Wallet und wenn er die über uns bestellt, bekommt er ja auch 20% Rabatt. Ja. Das wollte man an dieser Stelle nochmal nachtragen. Ist eine sehr sichere, bedienerfreundliche Wallet und kann ich eigentlich nur empfehlen. Ja, ein bisschen ging das auch weiter. Diese ganzen Regulierungsankündigungen, Steuerankündigungen in den USA, das hat auch dazu geführt, dass da so ein bisschen vorauseilender Gehorsam bei Uniswap entstanden zu sein scheint. Die haben also jetzt einige Token von ihrer Plattform genommen, beziehungsweise die schränken den Zugang von Token auf ihre Plattform dort ein. Die begründen das, dass es eine sich entwickelnde regulatorische Landschaft gibt. Und wenn man so will, wäre das schon ein bisschen vorauseilender Gehorsam. Ja, sicherlich muss es da ein paar Regulationsmechanismen geben. Aber so radikal, wie man jetzt versucht, da mit der EU-Ankündigung, auch mal wo dieser von Unwissenheit strotzende, dass es technisch gar nicht machbar ist, dass man private Wallets verbieten könnte, das wird Aber das hoffentlich kein zeigt, Markt geben. dass Uniswap nicht eine dezentrale Kryptobörse ist, sondern eine zentrale Kryptobörse. Natürlich werden dann solche Governance-Mechanismen schnell sichtbar oder über solche Maßnahmen wird dann wirklich sichtbar, wie ist denn die Governance wirklich? Gibt es eine dezentrale, eine DAO-ähnliche Governance, wo wirklich, ich sag mal, die Community entscheidet? Oder gibt es da doch noch zentrale Instanzen? Das wird dann schon Stück für Stück sichtbar.
Ja, machen wir mal weiter. Es hat sich im Juli auch angekündigt, es gab Gerüchte, weil Amazon Stellenausschreibungen bezüglich Krypto- und Blockchain-Technologie geschalten hatte, dass eventuell Amazon die Handelsplattform Bitcoin-Zahlungen, Ethereum-Zahlungen, also Krypto-Zahlungen akzeptieren können würde. Mittlerweile hat Amazon das vor 3 Tagen verneint. Ich selber bin der Meinung, da wird schon noch irgendwie etwas Gewaltiges kommen. Amazon ist ja nicht irgendwer, genauso wie Facebook hier getrieben hat oder immer noch treibt. Vermute ich, dass das nur eine Ankündigung war, eine Beschwichtigung, um den Markt ruhig zu halten, beziehungsweise, ja, mal schauen, was passiert. Vielleicht bringen die sogar einen eigenen Token raus. Also bei Amazon muss man immer auf große Überraschungen gefasst sein. Schauen wir mal, was da passiert. Es gab auch ein bisschen was Negatives, und zwar im DeFi-Bereich die sogenannte Torchain. Also eine der beliebtesten Cross-Chain-Börsen, also Dexes ist, wurde zweimal innerhalb kürzester Zeit angegriffen. Und es wurden einmal 8 Millionen und einmal 5 Millionen oder Ether im Wert von 8 und 5 Millionen entwendet. Mittlerweile hat Torchain daraus gelernt und es gab vorgestern über Nacht einen 35-prozentigen Anstieg des Rune. Das ist also ein Token, der Token von der Torchain. Und man hat ja auch ein Fehlerfindungsprogramm aufgesetzt. Da haben auch schon wohl die ersten ihre Bugs gemeldet. Und es wurden sogar schon 500.000 Euro wohl, glaube ich, oder Dollar ausgezahlt. Also das heißt, das Bug-Bounty-Programm von Torchain scheint angelaufen zu sein. Und das zeigt auch, dass die daraus lernen, dass die sehr offensiv mit solchen Fehlern umgehen. Und sie haben auch angekündigt, dass diejenigen, die dort Wert verloren haben, dass die das ersetzt bekommen. Aus meiner Sicht ist die Torchain von ihrem Ansatz her etwas sehr Innovatives, ein sehr innovatives Produkt als Cross-Chain, Decentralized Exchange. Und das hat Zukunft aus unserer Sicht. Es hat ja die Ethereum-Konferenz, die Ethereum-Community-Konferenz 3 Tage stattgefunden. Und Vitalik Buterin als Chefentwickler von Ethereum oder Erfinder von Ethereum hat dort appelliert an alle Leute, es muss nach NFT und DeFi auf Ethereum auch mal andere Dinge geben. Das muss noch weitergehen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Hat also dazu aufgerufen, dass man dort doch auch vielleicht sich auf Finanzanwendungen, also nicht nur auf Finanzanwendungen, sondern auch auf Identitätsanwendungen und ganz andere Industrien konzentriert oder konzentrieren könnte. Und er denkt ja immer sehr weit voraus. Schauen wir mal, wie die Community das annimmt. Kurz vor dieser Konferenz hat auch einer der Ethereum Co-Founder, der Anthony DiOrio, erklärt, er verlässt die Kryptowelt. Sie ist ihm zu unsicher. Er will all seine Kryptos, was er hat, und sich aus allen Kryptoprojekten zurückziehen. Manchmal, für mich ist das sehr erstaunlich. Er ist ja einer so derjenigen, die bei der Gründung von Ethereum immer ein bisschen stärker im Hintergrund geblieben sind. Trotzdem hat er einen sehr, sehr großen Einfluss. Schauen wir mal, was da wirklich dahinter steckt und wo er wieder auftaucht oder mit welchen Projekten er wieder auftaucht. China hat zu seiner digitalen Zentralbankwährung das White Paper veröffentlicht und ich habe mir das mal angeguckt, soweit das in den Details jetzt schon verständlich lesbar war für mich. Und es geht dort auch um Smart Contracts, die man programmieren kann. Und es scheint auch so zu sein, dass diese Zentralbankwährung Blockchain-agnostisch sein könnte, dass es also möglich ist, dass diese Zentralbankwährung auch auf Ethereum,
aufgesetzt werden könnte und anderen Blockchains. Es gibt ja aus China, das werde ich in einem meiner Meetups von Blockchain Meetup Saxony demnächst mal beleuchten, das sogenannte Blockchain Service Netzwerk, wo weltweit Rechenzentren ausgerollt werden. Das ist ein sehr interessantes Konzept. Wir unterstützen dort mindestens 20 unterschiedliche Chains. Und wenn man darüber auch den digitalen Renminbi oder den E-Yuan ausrollt weltweit als Parallelprojekt zu SWIFT, dann sieht das für mich so aus, als ob dort das CDBT-Wettrüsten mit dem digitalen Dollar und vielleicht auch mit dem EU, mit dem digitalen Euro, dass die Chinesen dort eine ganz klare Strategie haben, um auch die Dollar-Dominanz im internationalen Währungsbereich zu brechen und auch das SWIFT-Monopol zu brechen. Es ist absolut interessant, sollte man sich mal mit beschäftigen. Ich glaube, dass die Fed eine Riesenangst hat vor dem E-Yuan aus China. Das machen wir aber doch, Ralf. Wir beschäftigen uns doch noch damit. Da ja. Kommen wir später noch dazu. Wobei es aber auch schon eine Währung eines Staates gibt, die schon länger auf der Blockchain verfügbar ist. Der Cent-Dollar meinst du, ja? Nein, nicht weit weg, sagen wir mal, von mir hier. Ah. Ja, und? Was leuchtet im Hirn? Fängt mit P an. Och. Der Petro. Ach, der Petrodollar aus Venezuela, naja. Richtig, ja. Ob der jetzt natürlich ein Erfolg ist oder nicht, das kann man jetzt natürlich nochmal dahingestellt lassen. Aber es war natürlich ein Versuch eines Staates, sagen wir mal, eine staatliche Währung oder staatliche Gutscheine auf die Blockchain zu bringen. Genau. Ja, noch was weiteres Neues, Tron. Es wurde ja immer ein bisschen belächelt. Tron hat seine Anzahl der Transaktionen im letzten Monat um über 500% gesteigert. Und auf der sogenannten DEX auf Tron, das Total Value Locked Volumen im DeFi-Bereich überschreitet schon 8 Millionen, Milliarden Dollar. Man sollte da weiter drauf gucken. Ich halte das, die Tron-Chain, für relativ kritisch, weil dort von Dezentral und Community meiner Ansicht nach nicht allzu viel erhalten ist. Aber weiterhin Visa. Visa hat Krypto- oder Kreditkarten, Krypto-Kreditkarten rausgegeben. Und damit wurden jetzt schon in 2021 über 1 Milliarde US-Dollar sozusagen über mit Kryptowährungen verknüpfte Waren und Dienstleistungen gehandelt. Auch das ist interessant. Das heißt, die klassischen Kreditdienstleister nehmen das Geschäft Stück für Stück auch dort in die Hand und schauen mal, was da passiert. Es gibt auch was Neues aus der Schweiz. Die Signum Bank, eine voll digitale Bank. Ich kenne dort, arbeite da derzeit mit jemandem zusammen, der diese Bank mit aufgebaut hat. Und die bieten jetzt auch Ethereum 2.0 Staking-Dienstleistungen mit an. Das bedeutet, kann man also herkömmliches Geld anlegen und die tun dieses Geld in einen Staking-Pool für Ethereum 2.0. Und aus dem, wenn man dort sozusagen wie ein Mining-Pool, Staking-Pool angelegt hat, dann kann man dort eine Rendite von seinem eingelegten Geld oder Werten von bis zu 7% pro Jahr erzielen. Gegenüber dem, was wir sonst am Markt alles dort kriegen, ist das sehr viel, meiner Ansicht nach. Und vor allen Dingen, es ist relativ sicher. Sicherer als andere Anlageformen derzeit. Die Signum Bank sollte man auch im Blick haben. Der Bundesstaat Wyoming in den USA hat jetzt seine erste DAO wirklich als eine Organisationsform genehmigt. Und damit ist der sogenannte Krypto, die Krypto-Fed DAO, hat auch den Status einer juristischen Person erreicht. Das bedeutet, Wyoming ist also dort, wenn man so will, aus juristischer, regulativer Sicht ganz weit vorne. Und man wird schauen, wie sich das in anderen Bundesstaaten
oder was sich in anderen Bundesstaaten der USA dann dort tut. Weil meistens ist es ja so, die überbieten sich immer ein bisschen. Ich denke vielleicht, dass Nevada demnächst auch dort mit irgendetwas sehr Ähnlichem nachzieht. Weiterhin ist im Juli auch die Cardano-Blockchain ein ganzes Stück offensichtlich vorangekommen. Man steht wohl kurz davor, dass es dort auch eine Smart Contract, eine stabile Smart Contract-Funktionalität geben könnte oder geben wird. Unter dem Aspekt, dass auf der ADA-Blockchain jetzt schon 30 Milliarden Dollar, das ist ja auch eine Proof-of-Stake-Chain, in dem Staking drin sind. In Ethereum 2.0 sind es circa 15 Milliarden Dollar. Das heißt, Cardano hat das Doppelte an Kapital in der Chain. Es könnte doch noch sein, dass Cardano vielleicht ein ernsthafter, sage ich mal, Konkurrent in Bezug auf Programmierbarkeit und Funktionalität von Ethereum werden könnte. Es gibt natürlich bei weitem nicht so viele Entwickler für Cardano, aber wer weiß, Aber es was die gibt Zukunft noch bringt. viel bei Cardano gibt es noch viel Raum für Verbesserung, kann ich dir sagen. Absolut. Absolut, das ist richtig. Nichtsdestotrotz ist es die Nummer 5, glaube ich, derzeit von allen Kryptowährungen in der Wertigkeit oder Nummer 6. Weil ich hatte vor einigen Monaten, ich glaube vor 2 Monaten, hatte ich meine Cardano-Wallet, die ich mal vor 2 Jahren installiert hatte, aktualisiert und das war eine einzige Katastrophe. Weil ich habe zwei Festplatten, C und D, und der schreibt mir die komplette Blockchain in die C-Partition rein. Und es gab keine Möglichkeit, die in die D abzulegen, und der schreibt mir einen Speicher voll, der Rechner läuft nicht mehr. Also muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, wer so einen Quatsch entwickelt, dem gehört links und rechts eine gegeben. Ja, na gut, kommen wir mal noch ein bisschen zu was Kuriosem. In Israel gibt es jetzt einen Rabbiner, der sozusagen seine Religion verbindet, und er hat jetzt so eine Art Bitcoin-Evangelium herausgegeben und hat eine riesengroße Anhängerschar. Tut sozusagen, er verkauft das so: Bitcoin und das Judentum haben viele gemeinsame Grundsätze. Er meint, dass dazu gehören weiche und harte Gabeln, und beide hätten, das Judentum und Bitcoin, eine Traditionskette. Mag man darüber denken, was man will, aber interessant, dass es doch Argumentationen gibt, dass man Bitcoin und Glauben, Religion zusammenführen kann. Eine weitere sehr interessante Geschichte kommt aus Südkorea. Packen für Krypto. Menschliche Exkremente erzeugen dort Energie, und diese Energie wird in einem Haus von Studenten genutzt, und für das, wenn sie dort also unter sich machen. Und das, was da entsteht, wird sozusagen mit virtueller Währung bezahlt. Das heißt, wenn man seine Fäkalien dort in diesem Gebäude zur Energieerzeugung, weil daraus dann Methangas gemacht wird, nutzt, dann kriegt man virtuelle Währung, also richtig Krypto. Also auch nicht schlecht. Interessantes Konzept, neues Geschäftsmodell. Ja, Kacken für Krypto finde ich gut. Klingt Ja? als Loben hernehmen. Eine weitere interessante, noch wichtige Sache: Die EZB, Europäische Zentralbank, hat eine Untersuchungsphase für 24 Monate zum digitalen Euro-Projekt begonnen. Und da gab es ja auch schon, das wurde am 14. Juli von der EZB, vom EZB-Rat genehmigt. Da gab es ja auch schon eine Unterbefragung an die EU-Bürger: Wenn es einen digitalen Euro geben sollte, was wäre euch wichtig? Und die übereinstimmend wichtigste Funktion, die dort allen Ländern zurückgemeldet worden ist, insbesondere Deutschland, ist: Der digitale Euro soll bitte auch genauso anonym sein wie Bargeld und soll einen höchsten Grad an Privatsphäre absichern. Da wir alle wissen, dass das von der EZB, EU vielleicht nicht gewollt ist oder nicht so gern gesehen wird, hat es jetzt auch am 21. Juli eine Ankündigung einer Arbeitsgruppe vom Fraunhofer FIT, Universität Bayreuth und Uni St. Gallen gegeben. Und die haben einen Demonstrator programmiert, Blockchain-basierend,
der es erlaubt, CDBC, eine digitale Zentralbankwährung, auch so abzubilden, dass über eine sogenannte Zero-Knowledge-Proof-Technologie es die Möglichkeit gibt, die dort dann ablaufenden Zahlungen trotzdem absolut anonym zu halten. Wir werden dazu in einem unserer hoffentlich nächsten Podcasts beziehungsweise auch in einem Meetup Blockchain Café die Verfasser dieses Demonstrators und des Papers einladen. Und wir hoffen natürlich, dass die EZB auf diesen Demonstrator aufspringt, um Anonymität, also den Forderungen der Bürger der EU nachzukommen. Und dort nicht eine total transparente und gläserne Bankkunden oder Eurokunden zu etablieren. Aber Ralf, du weißt schon, dass Hoffnung die Währung der Armen ist, ne? Ja, das weiß ich, aber schauen wir. Dann, es gibt doch sehr, sehr viele, was Neues, sehr, sehr viele Ankündigungen, dass wir Tokenisierung von allen Dingen, die man sich nur vorstellen kann, vornehmen. Das sind zum Beispiel Oldtimer oder das, also eine Tokenisierung ist eine Werterepräsentation im Digitalen eines Dings oder eines Besitzanteils oder kann auch einer Finanzierung dienen. Also es wird eine Tokenisierung von Finanzierung von Industriegütern gesehen. NFTs, Kunstwerke könnten tokenisiert werden, Unternehmensanteile, alles Mögliche. Und das ist auch ein neuer Trend, dass diese Tokenisierung um sich greift. In Deutschland ist es jetzt ja auch oder ist angeblich ein Gesetz in Vorbereitung, der diese Tokenisierung von Unternehmensanteilen erlauben und erleichtern soll. Genaue Details alsbald. Aber diese Tokenisierung von, sagte ich ja schon, geht so weit, dass man jetzt eben, wie gesagt, Oldtimer partiell tokenisiert. Also könnte sich jemand von einem Haus oder einem Oldtimer Anteile, die dann auf der Blockchain sozusagen repräsentiert werden, diese Wertanteile holen. Oder es gibt auch schon erste Experimente, dass sich Personen selbst tokenisieren. Das ist ja interessant und da will ich jetzt mal an den Thor übergeben. Thor, wir haben ja auch schon mal darüber geredet. Wie ist denn das eigentlich mit deiner Selbsttokenisierung? Wie weit bist du da? Die Frage stelle ich jetzt erstmal zurück, weil du mir geht noch dieses Kacken für Krypto durch den Kopf von dir. Mhm. Und du hast jetzt Experimente, glaube ich, gesagt. Bei mir kam das aber als Exkremente an. Exkremente, ja. So, und da stelle ich jetzt mal die Frage, wenn jetzt aus den Exkrementen Kryptotoken, ja, Kryptomünzen quasi entstehen, dann ist es ja auch eine gewisse Art von Tokenisierung dieser Exkremente. Genau. Sozusagen Proof of Work. Ja. Es gibt dort, also die messen das nach Gewicht. Wenn du also da groß unter dich machst, wird das mit einem halben Kilogramm pro Toilettengang dann abgerechnet. Und dafür kriegst du dann eine virtuelle Währungseinheit. Also wenn du viel isst und viel kackst, viel Währung, viel Geld. Also ich finde. Aber ich denke mal, wenn ich Pipi mache, das ist einfacher und schneller, weil es ist schneller durch den Körper durch. Ja, aber Pipi erzeugt eben nicht so viel Methangas, weißt du? Das ist richtig, das ist mir schon klar. Aber die Frage ist, das wird aufgrund des Methangasproduktion wird das bemessen. Genau, das ist wie eine Biogasanlage und da sind die etwas festeren Exkremente, glaube ich, ein bisschen ausgiebiger. Die haben einfach mehr Energie. Wobei in Deutschland aber in Biogasanlagen es nicht zulässig ist, da Exkremente mit reinzutun. Das nur mal kurz so als Einwurf. Ja, das ist richtig. Und um deine Frage zu beantworten, mit der Tokenisierung von mir, da habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Hätte ich das denn überhaupt tun sollen? Wusste gar nicht, dass ich die Hausaufgabe hatte. Naja, dann geben wir dir die Hausaufgabe jetzt mal. Wir werden einen Zwischenbericht dann hoffentlich im Rückblick August spätestens mal einen ersten hören. Na, aber pass auf, dass du dich nicht komplett verkaufst. Na, lass noch ein bisschen was von dir übrig.
ich überlege, ob ich mich überhaupt verkaufen will. Eigentlich gehen wir mal weiter. Ich denke mal, du bist jetzt durch, wenn du mir so komische Hausaufgaben gibst. Noch nicht ganz. Die größte Kryptofinanzierungsrunde, die in der Geschichte überhaupt stattgefunden hat, hat auch im Juli stattgefunden. FTX, die in 2019 erst gegründete Börse von Sam Bankman-Fried, hat 900 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde von 60 Kapitalgebern, Investoren eingesammelt. Von dieser Börse werden wir wohl schon noch einiges hören. Und das Ethereum Proof of Stake Netzwerk Ethereum 2.0 hat 200.000 Validatoren, die Anzahl Tendenz weiter steigend erreicht. Und ich sagte es vorhin schon, das sind circa derzeit 15 Milliarden Dollar, die sozusagen nur in dem Staking als Kapital drin stecken. Und das ist sozusagen für Ethereum 2.0 der Anteil, die Wertigkeit, um das Netzwerk, also sprich die Ethereum Blockchain 2.0 abzusichern, Tendenz steigend. Wenn man ein Validator werden will, muss man 32 Ether investieren. Die sind so lange geblockt, wie man dann dort mit staked. Es gibt dort eine Gewinnausschüttung, die liegt circa derzeit garantiert von 6-7% pro Jahr. Das ist also wie eine gute Kapitalanlage. Und die Anzahl der Validatoren wird weiter steigen. Je mehr Validatoren, umso sicherer die gesamte Blockchain, das gesamte Ethereum-Netzwerk wird interessant. Und was wir auch schon mal angekündigt hatten, ist Wahrheit geworden. In El Salvador hat ja der Staatspräsident gesagt, naja, wir nutzen Vulkane, um dort die Bitcoin-Mining zu machen, aus der Wärmeenergie über Geothermie wollen wir Strom erzeugen, Bitcoin-Mining. Und er hat jetzt auch schon ein Video veröffentlicht, wo er da mit einer Drohne über einen Vulkan fliegt und sagt, dort werden wir erste Geothermie-Kraftwerke zum Bitcoin-Mining installieren und es wird auch noch Geld gesucht. Thor, willst du da vielleicht dazu sagen, wo du zurzeit bist du da auch auf der Suche nach einem Vulkan, um Ähnliches zu machen, oder ist das noch? Ich habe meine Fühler mal ausgestreckt und es ist nicht so einfach, weil hier, da wo ich bin, sind die Vulkane alle in Nationalparks. Also da einen zu okkupieren und für die Stromversorgung zu entfremden, ist jetzt keine gute Idee, aber ich gucke weiter. Also wie gesagt, wir werden auch, wie schon angekündigt in meinem letzten Meetup, ich überlege wirklich ernsthaft, einen sogenannten Vulkanfonds aufzulegen. Schauen wir mal, wie wir das tokenisieren können, das Ganze. Wir diskutieren das sehr ernsthaft. Bist du jetzt fertig? Ich bin durch. Das waren die Neuigkeiten aus meiner Sicht, was mir alles aufgefallen. Hast du noch irgendwas auf New Life? Nee, also du hast hier schon so viel erzählt, da bin ich ja ganz klein mit meinen Neuigkeiten. Also ich gehe dann einfach mal zur nächsten Folie und versuche das zeitlose Thema heute mal etwas zu beleuchten. Wir hatten ja im letzten Gespräch mit dem Alex Anarcho, der sich dann wieder rausgeschlingelt hat, aus seiner Aufgabe, den Cantillon-Effekt zu erklären. Tja, was ist denn der Cantillon-Effekt? Ich kenne den auch nicht. Ja, macht nichts. Du kennst mich und ich kenne den. Das reicht doch, Ralf. Ja. So, und für alle anderen und auch für dich erkläre ich das mal ganz kurz. Der Cantillon-Effekt, das geht auf einen Ökonom zurück, der sich Richard Cantillon nennt. Und der hatte den in 1755, man höre und staune, also vor über 265 Jahren, hat er den veröffentlicht in einem Dokument, in einem Büchlein. So, und bei dem Cantillon-Effekt geht es um die Geldschöpfung. Das heißt, die Geldschöpfer, diejenigen, die neues Geld in die Welt bringen, kaufen zu alten Preisen ein. So, und je mehr sich dieses Geld dann durch die Wirtschaft, durch die Ökonomie bewegt, diese Geldwelle, werden die Preise logischerweise durch ein Überangebot an Geld und ein relativ konstantes Angebot an Waren
erhöhen sich logischerweise die Preise, nennt man auch Inflation. Hatten wir ja auch im letzten Gespräch mit dem Alex Anarcho länger drüber gesprochen. Das Problem ist aber, diejenigen, die in dieser Geldverteilungskette recht weit hinten sitzen oder überhaupt nicht dabei sind, die sind die Verlierer des Systems. Das heißt, bei denen das Geld überhaupt nicht landet oder ganz zum Schluss, die kaufen aufgrund der gestiegenen Inflation, aufgrund der gestiegenen Preise zu höheren Geldmengen ein. So, und das ist dieser Cantillon-Effekt, der beschreibt das. Das ist recht populär geworden in der österreichischen Schule, also mit Ludwig von Mises, mit Hayek und wie sie alle heißen. Beantwortet das jetzt deine Frage? Ja, jetzt kann ich das zuordnen. Dass es das gibt oder wie das funktioniert, ich wusste bloß nicht, dass es Cantillon-Effekt heißt. Aber jetzt weiß ich das. Danke dir. Es gibt so einige Effekte in verschiedenen Bereichen, die relativ bekannt sind. Und das ist halt einer davon. So, gehe ich mal weiter zum Ausblick. Als nächstes Gespräch haben wir in der nächsten Woche über ITSA, ITSA. Sag mal ein bisschen was dazu, Ralf. Ja, das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gestellt hat, Token zu klassifizieren. Ähnlich wie man Wertpapiere und auch Aktien klassifiziert, gibt es das für Token, hat sich neu gegründet, eingetragener Verein. Wie das wirkt, was das genau ist, wer dahinter steckt, erfahrt ihr dann alles in dem nächsten Podcast. Dazu sagen muss, die machen das auf einer sehr wissenschaftlichen, sehr detailliert, / umständliche Art. Es ist da nicht einfach, so einen Token so zu beschreiben. Aber es ist zumindest ein guter Ansatz und natürlich auch eine Ergänzung. Dann das nächste geplante Gespräch mussten wir etwas verschieben mit dem Alex Anarcho, weil er noch auf seinen Internetzugang aufgrund seines Umzugs wartet. Und da wird es über Bitcoin und bis Monero gehen. Über Fungibilität ist ein Thema und natürlich auch über Mimblewimble, was ja auch wieder ein Thema in Richtung Privatsphäre beim Geld darstellt oder die Frage darauf beantwortet. Dann sind wir noch in der Klärung mit dem Thomas Nägele, seines Zeichens Rechtsanwalt in Liechtenstein und auch Mitinitiator, Mitverfasser, Mitmacher beim Liechtensteiner Blockchain-Gesetz. Ich hatte ihn und seinen Kollegen bei mir mal in Stuttgart zu einem Meetup vor, ich glaube, 2 Jahren ist das mittlerweile schon wieder her. Wir werden mit ihm dann halt da auch nochmal ein konkretes Thema uns rauspicken, und zwar Tokenisierung, was wir dann noch ein bisschen später, vermutlich im Oktober, in einem Blockchain-Café dann auch noch mit weiteren Akteuren besprechen werden. So, und ich hatte es schon genannt, Blockchain-Café, da gibt es im September 2 Veranstaltungen. Ralf, willst du wieder was dazu sagen? Ja, und zwar, das wird jeweils zusammen mit dem Blockchain-Meetup Saxony und auch dem Blockchain-Meetup Stuttgart stattfinden. Zum einen am 1. September haben wir den CEO von Etherisk da. Er wird einen Vortrag zur Versicherung auf der Blockchain halten und anschließend wird es dort auch im Rahmen des Blockchain-Cafés eine Roundtable-Diskussion geben. Und dann am 15. September, das ist dann in Kombination mit der Autumn School, Blockchain Autumn School der Hochschule Mittweida, gleichzeitig auch das 50. Meetup Saxony, werden wir die Verfasser des Papiers, von dem ich vorhin schon mal sprach, Zentralbankgeld und Privatsphäre, auch den die Ersteller des Demonstrators von Uni St. Gallen, Fraunhofer FIT und Uni Bayreuth bei uns haben. Benjamin Schellinger und Matthias Babel werden den Vortrag halten und gleichzeitig wird es mit sehr renommierten Gästen ein Blockchain-Café, Roundtable-Diskussion geben zum digitalen Euro, Privatheit, DeFi, anonyme Zahlungen, Zukunft, Vollbankgeld und so weiter. Wir erwarten angesehene Gelehrte, auch ein paar Banker und natürlich auch einen Verfasser eines sehr bekannten Buches, das heißt Dezentrales Geld und DeFi. Wer das sein wird, das sagt der Tor jetzt. So wie mein Buch,
würde ich jetzt mal sagen. Was mittlerweile natürlich, muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen, auch in der zweiten Auflage erschienen ist und auch bestellbar, nicht nur über meine Homepage tor-alexander.de, sondern auch über defi.jetzt, wenn denn die Bestellung über PayPal funktioniert. Mhm. Weil da gab es jetzt auch Probleme. Ja, und wir sind noch, dass wir vielleicht vorab schon auch noch hier im defi.jetzt einen Podcast mit den Verfassern des Papiers machen. Vorher schauen wir mal, ob das zeitlich reinpasst, aber es wird extrem interessant, das kann ich jetzt schon sagen. Von der Sache her sind wir eigentlich jetzt durch oder hast du noch ein Thema? Ja, wir sind im Wesentlichen durch. Ich würde jetzt die Erreichbarkeiten, unsere Erreichbarkeiten wiederholen. Also ihr erreicht uns über defi.jetzt, über die Homepage, für einen oder anderen auch www.defi.jetzt als Domainname oder chronologisch könnt ihr uns verfolgen plus ein paar Hintergrund- und Zusatzinfos, welche Meetups stattfinden und auch noch ein paar andere Sachen drumherum. Gibt es zwei Kanäle auf Telegram. Der eine heißt defi-jetzt und der andere heißt defi-chat. Und im letzteren könnt ihr natürlich auch eure Wortmeldung kundtun und mit uns diskutieren. Stellt uns eure Fragen, die ihr uns stellen wollt für die 25. Ausgabe unseres Podcasts. Stellt uns die Fragen, die wir in den Blockchain-Cafés zu Zentralbankgeld und Privatsphäre, zu Versicherung auf der Blockchain und auch zur Tokenisierung bearbeiten, abarbeiten und beantworten sollen. Und für alle, die uns unterwegs hören wollen, wir sind immer noch nicht auf den anderen Plattformen, das hängt immer an denen noch, aber wir sind auf Spotify zu finden, auf Anchor FM, Google Podcast, Radio Public und Breaker. Genau, und natürlich auch könnt ihr unsere Podcast unter defi.jetzt, https://defi.jetzt nachhören und nachsehen. Genau, so dann sind wir durch und dann verabschiede ich mich und der Ralf darf sich selber verabschieden. Ja, danke dir, Thor. Ich verabschiede mich hiermit auch von euch. Bleibt uns treu, hört uns zu, gebt uns Feedback. Danke, bis zum nächsten Mal.